Willkommen zurück zu Bloodborne, in dem wir gerade die Albtraumgrenze, die Albtraumfront erkunden. Das sind zwei. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir lassen dieses Gebiet mal Gebiet sein. Ich meine, es scheint, als ob hier nur ein Leuchtfeuer, eine Lampe wäre. Eine Laterne zum Reißen. Das Gebiet ist groß und weitläufig und es hat viele verdammt starke Gegner, weswegen ich glaube, dass es auch... Also gerade wegen der Gegnerstärke bin ich noch nicht sicher, ob wir überhaupt hier sein sollten. Deswegen werden wir zu Fuß, nicht mit einem Item, sondern zu Fuß abhauen. Weil alle Gegner sind ja schon tot, deswegen können wir in Ruhe laufen. Oder die Gegner, die uns angreifen auf dieser Route, zumindest. Und dann ist es nun mal wieder so, dass wir 54.000... Was ist das da vorne eigentlich? Nice. Also wir müssen durch den Sumpf auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß, was das sein könnte. Ja, ich glaube, ich weiß, was es sein könnte. Wir haben 54.000 Blutechos. Wir können auf jeden Fall leveln. Und wir können gucken, welche Waffen wir aufrüsten und. Ich meine, vermutlich will ich den Tornitros auch irgendwann aufrüsten mit seinem Blitzschaden, weil Blitzschaden ist auch was Schönes mal so nebenher zu haben. Und an sich ist der auch eine schnelle Waffe. Und man kann ihn zusammen mit einer zusammen verwenden mit der Schusswaffe. Deswegen fange ich jetzt tatsächlich mal mit dem Tornitrus an. Und bringe den mal auf 5 und dann bringe ich noch die... Ne, Sägehackbeil habe ich. Ja, das passt. Dann gucken wir mal in die Blutsteinverstärkungen rein. Erstmal natürlich von der Heiligen Klinge. Irgendwas, was blau leuchten lässt. Nein. Irgendwas, was... Oh, Stichschaden. Physischer Schaden. Also, was? 111. 113, 115, 117. Ich nehme mal den mit. Und hier mal wieder. Die bringen mal wieder gar nichts. So, in den Tornitrus setzen wir stumpf ein. Setzen wir plus 1,4 rein. Und dann können wir hier nochmal schnell drüber spicken. Aber da ist nichts mehr. Okay. Dann gehen wir jetzt leveln und dann werden wir... Was werden wir dann besuchen? So, Ausdauer plus, ganz wichtig. Ich würde sagen, im Unterrichtsgebäude haben wir alles. Ist das hier? Oh, das ist die Oberfläche. Wir gehen in den Wald. Wir machen jetzt mal den Wald. Und während das Spiel lädt, gehe ich mal in eine Art... Game Progress Route Liste. Ob ich da was Wichtiges verpasse? Nee. Nee. Der Wald ist das Bessere. Man hört Schritte und wird paranoid.
Ach, hier waren ja diese blöden Fallen, ne? Ich bin ausgewichen, ich habe gedrückt. Hier waren ja diese komischen Fallen. Und so ein bisschen aufpassen musste. Genau die hier. Kann die irgendwie vorher auslösen? Nee. Ah, jetzt. Die kommt nur einmalig. Okay. Und dann war hier so ein großer Platz. Den wir noch nicht wirklich gemacht haben. Okay, das war blöd, dass der den dritten Schlag gebraucht hat. Ich höre Hunde. Ich sehe Schützen. Und ich sehe hier noch einen Weg außenrum. Der uns aber auch nur an eine andere Stelle führt. Wahrscheinlich eine Abkürzung. Nur dafür hat man dann keinen Rückweg, was natürlich immer blöd ist, wenn man dann wieder irgendwas machen will, um zurückzukommen. Ich meine, zum Zurückkommen braucht man einen Rückweg. Ist ja klar, oder? Dickes Kaltblut. Oh ja, die könnten wir auch mal wieder verwenden. Haben wir auch länger nicht mehr. Wie sieht's denn damit aus? Kaltblut Tau 3, 5x4, 1x6, 2x7, 2x8. Wow. Also da haben wir so ein paar Hammer auf jeden Fall. So, hier ist viel Feuer und Ölkugeln. Und Hunde. Also ich nehme an, dass es Ölkugeln sind, so wie die zerplatzen. Und so wie die Gegner hier alle Feuer dabei haben. Okay, das Übliche war nicht souverän, aber war gut genug. Molotow-Cocktail, ja. Zwillingsblutstein, danke. Blutviolett, danke. Blutviolett, danke nochmal. Dann ist da noch... 10 Quecksilberkugeln, das ist eine Menge. Dafür, dass wir sie gar nicht verwenden derzeit. Und wo ist die Falle, die nächste? Wo bin ich und wo muss ich hin? Die zwei großen Fragen eines Souls-Spielers. Und die dritte Frage, die dann immer sich anschließt: Warum bin ich nicht tot? Wahlweise auch, anstelle warum bin ich nicht tot, wahlweise auch warum bin ich tot? Also, was hat mich getötet? Bestienbluttabletten, okay, die kann man wahrscheinlich ganz gut mal verwenden irgendwann. Aber da will ich zuerst eine bestimmte Waffe und vielleicht eine andere Rüstung. Wobei, nee, die Rüstung haben wir ja schon. Die haben wir, glaube ich, sogar gerade an. Nochmal ein Sechserblut. Sehr gut. Und da ist irgendwie ein Farmhaus oder sowas. Habe ich alle Wege hier oben fertig? Farmhaus im Wald ist natürlich auch sinnvoll. Nee, ein Jäger-Försterhaus wahrscheinlich eher. Das würde eher in das Thema passen. Nee, hier habe ich natürlich auch noch nicht erkundet. Danke für die Falle. Ah, jetzt bin ich wahrscheinlich im Haus von hinten. Ja. Jetzt bin ich genau da, wo ich gedacht habe, hier will ich eigentlich noch nicht hin. Ja, Feuerkugeln, danke, natürlich. Oh oh, HP. Plötzlich waren die HP leer. Und nochmal ein Loch. Und die Gegner fallen mit rein teilweise. Graben. Und da krabbelt einer die Leiter runter. Okay. Habe ich alle? Wahrscheinlich habe ich alle außer dem Feuerkugelnwerfer.
Gegen Gift, Blut, Fuel und so weiter. So, schnell hochklettern. Ja. Alle außer dem Feuerkugelwerfer hatte ich besiegt. Ich würde zuerst oben ein bisschen erkunden und dann runtergehen, weil ich glaube, dass unten der teurere Weg, bessere Weg ist. Okay, hier ist nichts, was einstürzt. Ist natürlich auch gefährlich, wenn hier alles einstürzen kann und man das nicht weiß. Der hatte Tentakeln am Mund. Oh. Ausweichen. Okay, wir haben nicht nur eine Waldhütte, wir haben ein Walddorf. So, hier bin ich runtergekommen. Genau, da ging es auch noch hoch. Okay, 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 okay. Blutfiole. Jetzt da rein. Nö, aber hinten drin kann man zerschlagen. Das heißt, es gibt schon einen Weg rein. Ne, keine Truhe. Also wie gesagt, ich will jetzt erstmal oben bleiben. Den unteren Weg kann man dann immer noch machen. Da war nichts mehr drin. Da war ich ja schon. Ich nehme eine Leiche mit. Jetzt nicht mehr. Da kommt man auch nicht rein. Okay. Das sind die großen Brüder von den Viechern, die wir in der Kanalisation schon mal hatten. Aber der wurde gerade von seinem Kumpel abgeworfen. Der sitzt da oben irgendwo. Ja. Ich habe eine Axt gehört, die gezogen wurde. Warst du das? Kräftiger Blutcocktail. Kräftiger Blutcocktail. Ich lese es immer falsch, ich weiß. Wo, den Namen habe ich bisher kaum gesagt. Ich weiß, deswegen weiß ich es dann doch nicht. So, dann gehen wir hier nochmal runter. Ui, jupp, da ist noch ein Drop. Meine Blutfiole. Und das war's hier unten auch. Toll, ich habe irgendwie gedacht, hier wäre ein Weg. Nichts hier außer Vögel. Wir müssen eigentlich eine Nachricht hinten nebendran schreiben und Leichen. Weil das trifft es eigentlich auch ganz gut. Gut, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich entweder hier draußen die Rampe hoch oder durch das Wasser. Was wollen wir machen? Ich weiß nicht, was wir machen wollen. Ich weiß es echt nicht. Guck mal hier hoch jetzt einfach. Da war ich, glaube ich, schon. Wäre natürlich gut, wenn ich jetzt die Gegner, die oben stehen, überraschen könnte. Quecksilberkugeln. Wenn ich zum Beispiel von oben auf die runter kann. Oh. Hundis in Käfigen. Die armen Hundis. Mir wird das Gebiet zu groß. Mal wieder, meine Lieben. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hier ist eine Höhle. Hier ist eine große Höhle, wo man erstmal nichts sieht, außer Wasser. Ist das die Quelle des Sumpfs oder so? Auch in der Höhle sind viele viele Wege. Großer Glockengegner. 2, 3.
drei Glockengegner. Ich bin da mal weg. Ich glaube, den Kampf will ich anders vorbereiten. Oh, ein Drop. Ein, zweimal Gegengift. Eins. Boah. Oh Gott, das war knapp. Ein, zweimal Gegengift ist natürlich gut. Shit. Ich glaube, ich muss runter. Oh Gott, Gift. Das ist alles Gift. Ich glaube, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Aber ich glaube, das war ein guter Weg. Ich glaube, der Weg wäre richtig gut gewesen sogar. Verdammt. Ah, zu spät reagiert. Okay, what the fuck. So, okay. Ich versuche mich gerade zu orientieren. Ob es irgendwelche sinnvollen Wege gibt. Okay, das ist die Höhle. Okay. Also gut, ich laufe jetzt hier ganz links vorbei. Und ich halte mich jetzt einfach links. So weit links wie geht. Ich sollte natürlich nicht ins Feuer rein. So wie die Hunde sollte ich es nicht machen. Keine Ausdauer. So, das war der. Ja. Aua, aua, aua. Das war ölverstärktes Feuer. So von dem Schaden her. Blutfiole. Blutfiole. Blutfiole, nein, Molotow-Cocktail, schön. Da ist der Schildtypi. Da war ein Schildtypi. Und ich wollte mich weiter links halten. Ich will mich einfach links halten. Aber dann will ich sehen, ob das der Weg ist, den ich denke. Jetzt geht's hier hoch, dann kommen die Hunde. Ja, das ist tatsächlich der Weg, den ich denke. Es ist auch die Frage, ob ich das jetzt schon machen will oder nicht. Aber auf jeden Fall ist hier eine recht interessante Sache unterwegs.
So, hier unten liegt irgendwo unser Zeug wahrscheinlich gerade. Haben wir Abwehr gegen Gift, die besser ist als das, was wir gerade anhaben? Und ich schaue natürlich auch auf die Uhr. Langsame Giftresistenz brauche ich. Da ist 17. 16. Okay, Gascoin. 52. Ja, Gascoin scheint die Rüstung der Wahl zu sein hier. Dann ist zumindest die Resistenz ein bisschen höher. Dann will ich die Gegengifte hier haben. Und ich will mal gucken, was man mit dem Goldanhänger machen kann. Das sieht mir, fällt mir jetzt erst auf, dass wir den haben. Vicar Amelia. So, Vicar Amelia gibt uns das Gold Pendant und das Gold Pendant. Consume to get a Gold Blood Gem. Oh. Das ist tatsächlich auch der einzige Nutzen. Dann Goldanhänger. Gold, Blutedelstein. Der erhöht den Schaden gegen Biester. Oh, das war verkehrt. Renne ich hier ein bisschen durch. Hoffentlich geht es hier nirgends runter. Okay, wir haben irgendwie überlebt. Und uns folgt auch gerade nichts. Okay, da wäre noch ein zweiter Weg gewesen. Oh, hauer, hauer, ha. Gegner sind laut. Gut, auf Kosten von zwei Gegengiften und zwei Blutfiolen nehme ich das gerne hin. Dass wir jetzt diese Leiter hier erreicht haben. Alter Schwede, ist die lang. Aber es wird leiser, das ist gut. Und wir sind in einer Kanalisation, in einem Keller mit Leichen. Okay, hier liegen verdammt viele Leichen rum. Warum liegen so viele Leichen hier rum? Okay, die Leichen wundern mich tatsächlich auch, aber wie es halt ist. Ein bisschen was weiß ich, ein bisschen was nicht. Und wir sind Kaltbluttau. Gerät bedienen. Wir sind in Alt-Janum. Und zwar ganz, ganz am Anfang. Nicht Alt-Janum, Central-Janum. Beziehungsweise bei Josefkas Klinik. Und hier ist eine Tür. Moment, ich muss mal mein Aufnahmeprogramm aufmachen, wegen der Zeit. Okay. Hier ist eine Tür. Die können wir öffnen. Nein, können wir nicht. Warum können wir die nicht öffnen? Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Weg zwischen... Ah, da ist ein Weg. Wir haben jetzt einen Weg von Janum, vom allerersten, von der ersten Laterne, die wir hatten, bis zum verbotenen Wald. Und wir haben einen neuen Weg durch Janum, den wir erkunden können. Und da rennen Tentakelviecher rum. Die auch einiges aushalten. Oh Gott.
Und wahrscheinlich auch einiges an Schaden dann machen, wenn sie treffen. Deswegen muss man aufpassen, dass die nie treffen. Quecksilberkugeln. Bissen des Verrückten. Und das war's hier. Dann ist da eine Leiter. Ist da ein versteckter Weg? Nee. Das sind Graben. Zwei an der Zahl, die mit einem guten Rennangriff sofort sterben. Also noch mehr. Da wurde mein Rennangriff gerade unterbrochen. Dem bin ich durch einen Angriff ausgewichen. Das ist natürlich auch sehr schön. Hallo Kiesel, was sollte man anderes erwarten von einem Graben? Und wir klettern auf irgendwelchen Dächern rum. Da geht's rein. In Josefkas Klinik. Und da möchte ich jetzt nicht zu weit gehen. Erstmal. Weil es gibt noch eine wichtige Stelle, wo ich Josefkas Klinik brauche. Ich brauche mal eine Karte. Achso, das ist ein Central Janum dabei, oder was? Ja. So, wo bin ich denn? From Forbidden Woods rein. Hä? Da ist Gilbert, dann ist das der Weg. Strange. Es sollte auf jeden Fall noch eine Lampe hier irgendwo geben. Vielleicht habe ich die einfach übersehen. Irgendwie passt das nicht mit der Karte überein, die ich habe. Die ich hier offen habe. Was ist das denn? Was bist du denn? Beruhigungsmittel. Ja, ich weiß, was das ist. Das war die alte Frau. Hallo, Kommunionsrune. Ah, jetzt weiß ich, jetzt kann ich genau gucken, wo ich bin. Nummer 6. Ist die Lampe tatsächlich nur da versteckt, wo man... nicht rein darf. Erstmal. Ich mach mal die Tür hier auf. Komm. Warum eigentlich nicht? Kanehurst-Vorladung. Ah, die will ich haben. Die will ich auf jeden Fall haben. Oh. Josefkas Blutfiole erhalten. Und handgeschriebene Kritzelei, suche Bleichblut, um die Jagd auszuweiten. Moment. Wir sind am Startpunkt. Ach, das ist die Laterne, die mir im Kopf rumging. Okay. Wir sind am Startpunkt. Das heißt aber... Moment, wo ist Josefka? Durch die Tür noch vielleicht? Da waren wir noch nicht. Ja, also was man jetzt hier sieht... Ich werde keine Ordnung. Es muss sich nichts ändern, aber... Ah,
Oh. Das war zu weit. Das war zu weit. Ich geh einfach. Ich hoffe, dass es immer noch funktioniert alles. Die Sache ist nämlich, wir wollen ja weiterhin Leute zu USFK schicken können. Und deswegen darf ich noch nicht zu weit gehen. Aber jetzt beende ich auch den Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da und ansonsten wie immer bis zum nächsten Mal einen schönen Abend noch. Und